Keine Bucht, okay. Du am Strand ist. Seid ihr denn da? Ich werde nochmal die Käfer mit Scheiße füttern hier. Okay. Vielleicht komme ich euch nachher mal besuchen. Sollte das eine Drohung sein? Absolut. Aber es im Kanu ist echt seltsam. Das beim Kanu ist echt seltsam. Ja, vielleicht macht ihr da einfach das Bewegen nicht. Stimmt. Ist einfach ekelhaft gewesen. Schüler 12. Also Öl ist echt heftig. Kannst du machen, ja? So, ich muss mal auf dem Rand, ob das zählt hier. So. Dann habe ich einige. Dann habe ich einige Fertilizer noch hier drin gelassen für Schale wegen dem Blumenbeet. Dann passt das. Ah doch, Shared XP geht. Boah, schau dir mal die Shared XP an, Keksi, oben. 800, 810. Boah, was geht ab? Ja, ich hab nebenbei nochmal Base Veggie und hier das. Hier Base Döns, Quatsch. Ja, wunderbar. Die Bären Pampe da angeschmissen und Fleischpampe. Wie auch immer sie heißen möge. Hab ich nochmal je 200 angeschmissen. Saugeil, gibt dann sehr viel XP. Wir brauchen bei ihr das Zeug permanent. Mehmet, grüß dich, schön, dass du da bist. Wie geht's dir stets, mein Freund? Ach, das deckt ja bei dir sogar die ganze Zeit weiter hoch. Genau, bis es halt einmal stoppt oder so. Ja, dann stackt es weiter hoch hier. Bist schon bei 1,6 fast.
Bei mir, wie gesagt, hier Crusoe hat noch nie eine Spritze gewirkt. Sowas. Ich hatte immer Schmerzen, mir schon Spritzen geben lassen. Also ich gehe da nicht mehr hin. Also auch wenn ich halb verreck. Mei, das wird schon irgendwie wieder gehen. Jo. Jo. Ja, mir geht's ganz gut hier, Mehmet. Wir sind hier gerade am Brontohammer gezähmten Hohn. Kano wollten wir auch einen Hohn zähmen. Da hat irgendwas nicht geklappt, vom Level her. Warum auch immer. Jetzt haben wir den Bronte, den wir gestern Abend, also gestern Nachmittag um 3:45 gesehen haben, haben wir jetzt gezähmt. Voll geil. Praktisch, sag ich da nur. Ja. Landboy, grüß dich, schön, dass du da bist. Ich sie. Super einfach, der Text. Wenn jemand reinkommt, sofort auf, weiß man genau hier. Nichts gelesen, nichts verstanden. Hier ist denn das, das komische Zeug mit den Buchstaben, ne? Mhm. Genau, ich habe auch noch Füßchen gebaut hier. Mal kurz hier auf dem noch ein bisschen sitzen bleiben wegen Stamina. Haben wir ja bald den Speedsattel. Schon Riesenviech, ja. Vielen Dank. Hör ich öfters. Danke, Mehmet. Okay, bis jetzt. Hey. Hallöchen. Hallöchen. Vielen Dank. Da bist du ja wieder. Keks steht immer noch voll da. Hat nichts gemacht. Den ich stand zwei nur voll in der Gegend rum hier. Ja, genau. Ich war am Telefonieren, ich muss sowas klären. Du hast schon so viel Level gemacht hier, krass. Okay, schade, super, gell, das Teil. Ja. Und ich warte hier wegen Stamina kurz noch. Hallo Echo, hallo Gex. Ich habe, noch die Weißen hergestellt. Mhm, hab ich gesehen. Und zwar hier auf 200, dann auf 300. Oh. Essen habe ich gar nicht in der Tasche. Genau, ich weiß nicht, ob du das Foto mitbekommen hast. Ach, musst doch, du da gerade da weg? Das hatte ich mir noch, sogar noch kopiert. Habe ich sogar noch im Zwischenspeicher. Oh Gott, süß. Oh, Adigoff, ja, voll niedlich. Oh, den würde ich jetzt gern knutschen. Ach, Schatzi, mach das Tier doch nicht kaputt hier. Ach, die ist aber echt goldig. Guck mal, wie sie guckt. Ja, die Augenfarbe ist saugeil. Ja. Voll knuddelig ist das. Wir haben das erste rote Füßchen, haben wir schon. Wie viele brauchst du denn davon? Ja, für beide Brontos. Dann noch für ein paar Sachen. Also viele. Einige, also ich meine, fast du brauchst halt ein paar, scheißegal. Klar. Für beide Brontos halt erstmal. Und dann haben wir noch für den Stego haben wir noch kein hohes. Ja. Du, Level. Mach einfach dein Max-Level, dann haben wir genug. Ja, das ist Shari, Herzchen. Ja, oh, ja. Süß. So eine süße Shari. Hallöchen, Lil Maxi. Lil Maxi, WB, schön, dass du wieder da bist. Yay. Hattest du nicht mal Lil Maxi 2 Account oder täusche ich mich da? Ja, Kyran, grüß dich! Hallo, Nestigchen! So, hast du einen roten fertig? Wunderbar. Dann ein roter ist drin, ja. Ziemlich dann nimm dir den mal in die Tasche. Hab ich. Werkzeug brauchst du auch beides. Du brauchst einen Knife, haben wir schon.
Du musst noch. Ich habe keine Ahnung, was ich brauche. Ich kenne mich da nicht. Du brauchst ein Knife und ein Fastener. Ja. Das kriege ich wo? Hier, in der gleichen Bench, wo du die Füße herstellst. Das muss ich auch erstmal lernen. Ich habe das alles noch gar nicht. Genau. Fastener und ein Knife hier. Yay, weil Cashew. Merci dir für dein Follow, hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München, neben Saarland, von den Chigo Islands. Ein Prankhof bei Braunschweig. Schicken wir die direkt nach Hause? Einfach so. Ganz frech. Aber ganz frech, mein Freund. Hallöchen. Voll der Knull in der Zunge gerade so. Was brauche ich? Ein Knife und ein irgendwas anderes da? Fastener. Wie stelle ich die denn her? Auch in der Maschine, wo du die Füße herstellst. Also hier in der Attachment Bench. Auch bei den Käsefüßen. Achso, okay. Brauchst einmal, eins brauchst du dem Sockel freizuschaufeln, einmal brauchst du den Sockelstein reinzusetzen. Okay. Oh Gott, warte mal, da muss ich die Q erstmal lernen, sonst dauert es noch ein halbes Jahr. Jawohl, Stamina, yay, ist der gut hier. Viele Schweinereien haben wir jetzt vor, mehr jetzt gleichzeitig machen wir. Wir werden gleich mal einen Speedbronto testen hier. Bronto haben wir schon gezähmt heute, Kano haben wir schon gezähmt. Babys machen wir noch und ja, vielleicht ist Papp noch fertig, weißt du okay, nicht? Okay, ich hab beides. So. Und dann nehme ich das erstmal, schauen wir mal, ob der Ding runterfällt hier und ich es wegnehme hier. Zack. Nimmst du einen Sattel oder eine Plattform? Lege ich dir in die... Wo musst du überhaupt? Komm, wo musst du hin? Hier, da. Ja, Keksische okay. Weg. So. Da. Das ist das Ding zu beschäftigen. Ich lege dir mal die Plattform rein. Dann nimmst du erstmal das Ding mit diesem Sockel freischaufel. Steht dabei. Du attach das Ding. Weiß nicht, welches jetzt ist von beiden. Legst ein Werkzeug dazu. Make saddles ready for attachments, also genau. Das Messer zum Ausschaben. Genau, und dann machst du Evaluate Work Order. Ja. Dann ist siehst du, wenn du es drüber hältst, steht da, es ist Attachment genau. None. Jetzt tust du den Käsefuß rein und das andere Werkzeug. Zum Reinklopfen alles. Genau, klar. Und jetzt tust du den Sockel rein. So, jetzt nehme ich ihn mal mit. Schon. Es ist modifiziert, genau. Jetzt schaust du mal zum Bronto hin. Ich nur den Bronto hier hinter dem Haus. Bronto. Schaust du mal den Speed von Bronto an? Ja. 102,5 und jetzt tue ich einen Sattel drauf. Boah, das ist sehr krass. Das ist sehr. Ja, das skaliert jetzt nicht so krass beim Bronto wie bei anderen Viechen, aber er ist halt schneller. Ja, nee, ist klar. Das Ding ist ja. Ist immer noch langsam für Bronto, aber ist halt krass. Das sieht ja richtig bescheuert aus, wenn der so rennt. Und wir haben auf verschiedenen Viechern verschiedene Satteln drauf. Ja. Beim Stego haben wir auch Speed, da Stego ist ja auch so scheiß langsam. Beim Airwolf haben wir ein Speed-Ding drauf, das ist saukrass. Beim Quessel haben wir auch Speed, deswegen haben wir... Du kannst ja dann andere Sachen skillen. Weißt du, wie das aussieht, als hätte dein Bronto irgendwie Speed geschmissen oder so? Genau, das haben wir ja schon gesagt die Tage. Genau so, genau die gleichen Sätze hier. Oh mein Gott, schlimm. Okay, ich weiß, ich kenne dich ja von da hier. Brauchst ja nichts beweisen hier, Willmax. Ich kenne dich ja von den WoW-Zeiten. Was liegt denn hier für ein Riesenei vor der Haustür? Ach stimmt, jetzt haben wir ja Weibchen und Männchen. Jetzt kriegen wir sogar Bronto-Eier. Ach, ich bin ja schon wieder im falschen Haus. Ich kenne mich aus, man merkt. Du bist ja neu hier. Ich bin neu hier, genau. Ja, ich fahre mit dem Bronto und merkst du irgendwelche Ruckler gerade? Nee, gar nichts, überhaupt nichts. Ping ist super mit 20. Wunderbar. Gut, hier ist auch nicht viel. So krass. Bis halt mal Schlitze anfängt zu fahren. Hackt nicht immer auf Schlitze rum. Hat er nicht anders verdient. Der Penner. Schlitze weghören. Genau, haben wir alle hier. Ja. Oh, wie geil, aber schon angenehmer. Viel angenehmer hier. Wir brauchen echt... Keksi, wir müssten theoretisch einfach beide Bronto in den Sumpf bringen. Einfach so, ganz frech. Und da stehen lassen. Du eskortierst dir dann die 17 Tage, die dahin brauchen, kein Problem.
So mit dem Speedsattel ist gar nicht so schlimm mehr. Ja, dann sind es halt nur 16,5 Tage. Ja, passt doch. Aber die Bäume macht er kaum kaputt. Ja, deswegen wollte ich ja noch ein bisschen Stamina. Ja, Haxel, grüß dich! Mosche! Ja genau, mach doch die Füße ins Alchemy-Kit, das bringt's. Perfekt. Musst du nicht, Maxi. Das ist nicht so schlimm, dafür verstehen's alle anderen. Denk mal drüber nach. Oh, ein frecher Gex, unfassbar. Ja, aber ganz frech. Alter, wie das ausschaut. Jetzt können wir so Rennen machen mit dem Bronto. Wie geil die Plattform wackelt. Tick, 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 tick. Da bist du seekrank auf dem Teil. So geil. Ich bin mal weg. Das ist unser Buggy, unser heutiges Buggy, ist der Bronto jetzt. Ich hab gleich schon wieder Level. Ist das krank? Ja. Ich hab eingeloggt, da war ich was? Level 60 oder so? Irgendwie so, ja. Jetzt muss er aber ein bisschen laggen, oder? Nö. Ich hatte noch keinen Lag. So. Gut, ich stehe auch gerade nur rum. Ich weiß nicht. Ja, der Bronze ist auf Speed, auf jeden Fall. Haben wir einen Speedsattel verpasst hier. Ach, weißt du, was wir jetzt machen können, Keksi? Boah, geil, wir sind zu dritt. Weißt du, was jetzt funktioniert? Ein Dreier. Ja! Was? Und zwar gibt es ja einen Tri-Passenger-Sattel für drei Leute. Da können wir jetzt drauf. Leider funktioniert auf dem diese Maschine nicht mit dem Buffen von den Satteln. Jetzt können wir da auch Speed haben. Aber geht super, macht so viel Spaß. Einer ist total cool. Das haben wir ja noch besser. Einer läuft da rum. Oben wird dann ich sein. Keksi sortiert aus in der Zeit. Weil einer gibt immer Stimberries. Weißt, immer Stimberries. Damit wir nie Stamm oben werden. Und du kannst aussortieren. Schatzi, die Sachen rausschmeißen. Welch eine heroische Aufgabe. Ja. Die Stimberries müssen dann immer am Platz 1 sein, damit Keksi immer füttern kann. Das ist doch super. Ja, es ist auch nicht schlecht hier. Ganz viele Käsefüße und das Ei ist in der Werkbank. Warum? Das hast du sie in der reingeschmissen? Huch. So geil. OMQ, hey. Hallo. Sieht schon cool aus hier. Aber ist halt kaum was zum Farmen für den Bronto. Nee. Ich bin nicht off. Ich muss sagen hier, Restream hat die Server verbessert. Keinen einzigen Drop, gar nichts. Mhm. Was? Null. Ja. Crazy moin, moin. Pouch Potatoes. Moin, moin. Grüß dich. Was? Crazy Pouch? Couch Potatoes. Pouch, wie Punch. Genau. Alles klar. In your face hier. Ah, jetzt geht's wunderbar. Freut mich. Wäre schade, wenn du nicht sehen könntest. Pouch, ouch. Na, ich hänge an Schildi da fest. Ich finde es schön hier mit dem Brand. Habe ich nie so gemacht, aber so auf Speed ist es okay. Auf Speed macht alles Spaß. Eine macht den Drogen. Wo ist mein Kaffee? Yummy. Neben meiner Cola. Kaffee ist keine Droge, Kaffee ist ein Grundnahrungsmittel. Das ist auch richtig, ja. So wie Koke. Nicht Kake, sondern Goke. Nee. Zu viel Cola, ich weiß nicht. Verdirbt den Brei. So geht gar nicht. Machst ja nichts, musst du ja nicht trinken. Ich krieg vom Kaffee sofort so brennen. Muss krasse aufstoßen, brutal. Ja, auch nur Koffein. Ist komisch, ja, ist ja bei mir so. Und total den trockenen Mund kriege ich vom Kaffee. Ich mag Kaffee nicht. So trockene Fresse hier. Red mal ein bisschen weniger, dann geht's auch. So trockene Fresse hier.
So, ja, jetzt hier den ganzen Wald roden hier. Ey, wieder Level up. Mach heute noch die 100. Und so weiter geht. Locker. Mit ein paar Käsefüßen geht das schon noch. Ja. Ich glaube, ich muss noch mal ein paar bauen. Ich habe nicht mehr viel da drin. Krank. Ja, mit Wodka ist besser, natürlich. Natürlich ist besser mit Wodka. Oder mit Bier, auch lecker. Komm, auf geht's. Hau die. Krass, ein so ein Schwanzschlag und die Katze ist weg. Kann ich da runterfallen? Passiert dem was? Nö, ich glaube nicht, dass dem was passiert. So tief ist es ja gar nicht hier. Warte mal, Wodka? Wow, 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 wow. Habe ich das richtig gehört? Klingt aber komisch. Ich habe ein. Doch, singt man nicht? Wodka Bull. Ach, Wodka Bull ist es ja. Wodka Red Bull ist Wodka Red Bull. Genau, ich habe aber Wodka Cola. Ne, ich habe Whisky Cola habe ich getrunken. Ja, ich wollte gerade sagen. Stimmt, ja. Whisky ist das. Ja, weil es nicht so viele sind hier, so viele Bäume hier. Kriegst du nicht so viele Drops. Frame Drops hier. Es ist ja kaum was. Der farmt ja nichts. Whisky Cola, genau. Stimmt. Mhm. Ja, habe ich was verwechselt. Klar, Wodka Bull und Whisky Cola. So. Ich habe ja lange nichts mehr getrunken. Ich kenne mich da aber nicht so aus hier. Ja, alles mit Cola. Das ist bei dir ja sowieso egal. Deswegen. Cola rum nach Cola der Arbeit. Rum ist auch gut, ja. Auch lecker, ja. Aber ewig nicht mehr getrunken. Wird mal wieder Zeit, ja. Anders ertrage ich dich nicht. Was? Was? Selten gesehene Gäste haben nicht viel zu bestimmen hier. Edgy. Hallo? Dieses Rauschen im TS ist voll komisch. Hat Keks ja auch öfters, ich weiß nicht. Habt ihr beide komisches Headset oder was? Aber er hat Razor, du hast da Logitech. Rauscht schon wieder so seltsam. Ja. Einfach ignorieren. Perfekt, du gehst extra zur Uni, um einen Stream zu schauen. Das ist praktisch. Da lernst du wirklich was. Ja, wie man Unfug treibt. Ja, reicht ja. Muss man auch wissen, wie das geht. Muss man das erst lernen? Ich glaube, das kann jeder Mensch so, oder? Besonders du. Naturtalent. Manche besser, manche schlechter. Jetzt habe ich... Ich mache das noch ein bisschen Speed auf den Kumpen. Wieder mit dem Poppes wackelt so. Ja. Wenn ich in der einen Ecke hier bin, leckt das wie Hulle. Bei dem von keine Ahnung wie viel. Böse. Ja. Bei Charlie ist das halt so, ne? Bei dem Alter hat man manchmal Rauschen. Das ist ja klar. Rauschen, Pfeifen, Piepsen, Fiepen. Und wieder. Ich glaube, ich krieg Tinnitus oder so. Es pfeift auch schon. Ich glaube, da dieses Ding da steht in der Ecke. Gibt's da so. Lex. Aber deswegen haben wir es auch ausgemacht. Mit dem ist es ja noch schlimmer. Das ist aber, ja, es ist allgemein so. Ich weiß gar nicht. Das Ding kann man leider nicht pick-upen, sonst würde ich es auch woanders hinstellen, oder? Aber es liegt nicht an dem Teil selber, weil ich weiß es auch nicht. Komisch. Lass mich mal ein bisschen jerky machen. So. Ah, super, ich habe wieder von allen Bären was. Ich habe die ja vorhin fast alle verbraucht, wegen dem Umwandeln. Kommt drauf an, was du machen möchtest hier. Es gibt Waffen zum Betäuben, es gibt Waffen, um andere Spiele zu erschießen, es gibt Waffen, um Dinos zu ärgern. Also, ich nutze ja so moderne Waffen nicht. Nur die Pickaxe, die Axt und die Pike. Das kenne ich ja. So geht's mir auch immer, ja. Ich sehe nur Pfeifen. Der ist gut, ja. Muss ich mal in der Arbeit bringen heute. Stimmt, du bist ja so ein Witze-Wiederverwerter. Das ist ja aber sehr schwach. Ich bin ja normalerweise viel böser. Keine Ahnung, das ist unter meinem Niveau so ein schwacher Witz hier. Böse, gemein, fies, hinterhältig. Genau. War das Programm. Ja klar!
Mit, mit Messer. Mit Messer hier. Mit Messer geht's besser. Ja. So viel zu den tollen Witzen. Achso, ich hab den nur gebracht, bevor du ihn bringst. Ich würde sowas nie sagen. Natürlich. Habt ihr Lust, die Bären mit auszuladen? Das dauert etwas. Nö. Nicht mal hin und her laufen. Genau. Nö. Wir sind hier schwer beschäftigt. Wir können sie am Bronto speichern, das ist ja okay. Ich muss Käsefüße machen. Ja, das geht auch nicht von alleine. Nee, ich muss auch die ganze Zeit hin und her und zurück. Und wieder her. Wie ich hier Dauerlaufen mache. Ich muss auf Mr. One, Winter Bottom sitzen und warten, dass er levelt. Das ist total anspruchsvoll. Anstrengend vor allem, ne? Ja. Bringt dich in Schwitzen, Keksi. Und dann nick ich mal ein bisschen weg, aber sonst geht's. Achso, ich könnte diese Sachen... Ich bring mal... Haben wir irgendwo ein leeres noch? Leeres Kabinett? Wir bräuchten noch mehr Kabinetts, um diese Teile für diese... Kann ja welche hinhängen noch. ...Füße dahin zu tun. Wäre dann mein erstes Mal... Ja, mach noch irgendwo welche hin. Achso, hier habe ich hier die Sachen. Ja gut, hier ist ja fast leer. Also ich habe noch die... Hier ist noch ein blauer und ein grüner Fuß. Den kann ich da mal reintun. Muss ich erstmal lernen noch die Dinger? So. Das war mir klar, dass du schon wusstest, dass ich das habe. Kabinett müssen die heißen, glaube ich sogar. Aber ich glaube, die musst du nicht lernen. Da gehst einfach zur Workbench und baust die. Das ist so wie bei der Cast Mod früher. Crafting Station hier. Okay. Wo ich gerade davor stehe. Okay. Ach Gott. Niveau wird hier ganz groß geschrieben. N-I-V-O. Ja, Niveau ist das genannt hier. Wo ist es denn? Genau, oder mit Wurfsternen. Oh, das ist aber schon matzfressend hier. Direkt mal 100 Wut, das kleine Teil. Ja, aber schau dir mal das andere an. Den Locker. Der frisst Mats. Wir haben keinen Fiber mehr. Zumindest nicht im Schrank. Schau mal im Crafting Table daneben. Da ist 1745. War das falsche? Da. Der für die Corrected. Okay. Ich hab das Fiber auch für die Kibbelherstellung auch verbraucht. Deswegen nehmen wir auch keine Frauen auf Schiff mit, sonst sinken wir sofort wegen Missniveau. Schauen wir mal. Da oben kommt keiner dran, ne? Keksi macht anstrengende Sachen. Das ist ein bisschen, ich kann den noch drunter hängen, theoretisch. Ja, könnten wir. Wir haben es ja, glaube ich, eh so vorgesehen, dass wir oben und drunter alles hängen, ja? Oben wird schwierig. Geh mal aus dem Weg, Digga, hier. Ja, bitte. Genau, dann können wir die ganzen Sachen, die wir brauchen. Ich habe jetzt hier. Genau, mach einfach mal alles drunter. Können wir noch ein bisschen Fertilizer irgendwo rein? Ich hab 2 Stück. Ja. Achso, oben wegen dem Range, gell? Oben müsste aber. Einen kannst du mal hin tun zum Test und kann man eh wieder abnehmen. Achso, Pickup hier, super. Ja, geht alles Pickup. Schau dir mal krass an, Mann, wie teuer sie anderen sind. Hier oben rechts sind die. Moment. Die Locker-Dinger. Was für Mats die brauchen. Oh, 200 Metal Ingot für so ein kleines Teil. Das geht ja noch, aber dann Zementpaste, Polymer. Und ja, und alles. Ach nee, das sehe ich gar nicht richtig. Sind das 500 Zementpaste oder was? Nee, tu mal die anderen Sachen weg hier, dann siehst du es besser. Schau. Jetzt kannst du es lesen. Ich habe das andere rausgenommen. Gut, das geht doch noch. Das ist doch nicht so schlimm. Ja, aber... 50 meinst ist doch du? Okay. Ja. Ach stimmt, jetzt haben wir eh so viel Polymer. Und Öl auch. Zementpaste geht ja. Ich komm nicht ran. Ist obstructed. What? Warum? Ach, wegen der Decke. Nee, das geht da oben nicht. Geht nicht? Nee, bei dem Einsatz gehen. Nee, das geht nur ein. Jetzt will er mich verkackeiern hier, schau. Du kannst das nicht. Na sicher kann ich. Du bist Noob. Kriegst du das irritiert? Ich weiß nicht, was du meinst. Ah, shit. Es ist. Na. Es ist eigentlich mit dem. Geht nicht, zu spät, scheiße. Jetzt, ja, nein, ja.
Drag Race, Win 10-1. Geht das schon? War aber schon ein bisschen anstrengend, muss ich zugeben, da unten. Aber es geht aber. Oh, mein Küchen Nacken schmerzt. Da oben. Ja. Aber das ist aber zu hoch, oder? Geht's nicht ein bisschen tiefer? Oder ist es höher als das andere? Ging nicht tiefer. Warte mal, ich kann's ja nochmal testen. Vernünftig hier, Schein. Nee. Er setzt es direkt da oben an. Kann ja von euch einer mal testen, vielleicht kriegt ihr es ja besser rein. Aber klar, Moment, ich zeig Pickup-Kabinett. Ja, muss ich mal schauen. Ist ja wichtig, da oben hoch. Nee, das ist der tiefste Punkt, der höchste. Ja, das ist der tiefste Punkt, der tiefste, höchste Punkt, alles klar. Ja, hier auch daneben sogar. Werdet ihr immer weiter überholen, tiefe Punkte. Ich sitze wieder bei Mr. Winterbottom. Ich rede gleich über den G-Punkt. Das ist der Gags-Punkt. Wo machen wir willst du die Reihe voll machen oben noch? Kann ich machen. 1, 2, 3, 4 noch. Und dann müssen wir uns dann schauen, was wir da vielleicht ein bisschen umräumen oder so. Ach, der G-Punkt ist der Punkt, an dem du gehst, also 16 Uhr. Hab ich auch dran gedacht, ja. Das ist der ultimative Gags-Punkt. Der Punkt, auf den sich Nerdan immer so freut. Auf den Gags-Punkt, alles klar. Ja. Ich verstehe. Endlich geht's. Ja, Daniel lacht hier. Oh mein Gott. Oh Gott, geh da rein, geh los jetzt. Volles Stück, du. Die Katzen sind am einfachsten zu leveln. Dinger. Ich liebe sie. Könnt ihr euch knutschen? So, hat keiner gehört. Super, gell? Also macht echt voll hat Spaß echt mit denen. Überleg mal, was du dir für einen Platz sparst. Das sind jetzt 2 Wände, glaube ich, nur, die belegt sind. Und du müsstest sonst eine ganze Wand voll klatschen damit. Lämmer. Mir macht es nur Sorgen, dass das ja... Ach doch, das ist doch eine Steinwand. Okay, passt. Dann ist alles gut. Und dann ist alles gut hier. Ja, das Wort ist super. Noch irgendwas... Ach so, dieses Spyglas fehlt mir noch. Habe ich noch keins. Deine Detektor. Perfekt. Perfekte Beschreibung. Und ja, genau, das habe ich gemeint. Sau geil hier. Super Karma. Krass, habe ich erst gelesen. Respekt hier. Du könntest echt hier wirklich schöne Slogans für uns schreiben. Wenn jeder so sinnvoll ist wie der. Ist echt cool hier. Ach stimmt, du brauchst ja dafür 2x Spyglas auch noch. Ja. Im Team. Also ein Spyglas ist sogar in meinem Schränkchen drin. Das klaue ich mir. Nein, das war Keksi, Entschuldigung. Vielleicht mal ein Keksi vergriffen. Das ist kein Problem, dafür ist er ja da. Ja, ist es genau. Genau. Du sagst es zumindest, du weißt nicht. Andere laufen einfach los. Und sagen, ich kenne den Weg. Aber natürlich denke ich mir dann immer. Bären nach Hause bringen hier. Das geht nicht, nee, das geht nicht, krass. Muss ich ja noch laufen hier. Hock dich doch auf was anderes hin, Keksi. Das schnell levelt. Katze geht doch am einfachsten zu leveln. Läufst los und machst alles kaputt. Ja, ich mache nebenbei das Menü. Ach so, alles klar. Dann nachher ändere ich alles. Ja, ich kann's nur quasi pünktlich. Ja, okay. Ach, aber ich glaube, wir haben eh die gleichen Ideen, was wir letztens gesprochen haben, haben eh denselben Scheiß im Kopf. Ja, finde ich schlimm genug. Das ist ja das Traurige. Guck mal 2800 Stunden zu, da denkt man ähnlich, schrecklich. Ich schaue schon länger zu. Also mir selbst. Ui, okay.
Netter Lehrer, der ist wohl in der Zeit stehen geblieben. Aber nur etwas. Und schaut euch mal an, der Fuß vom Bronto ist blutig, weil er vorm Lagerfeuer steht. So. Ja, ich hab noch 900 Vorsprung. Vielleicht holst du ihn noch auf. Juhu, bin wieder voll equipped hier. Ist viel, ja? Ist nicht schlecht. Warum sind da Steine bei den Kristallen? Das war bestimmt der Gex. Nein. Ja. Aus dem Grund, aus dem da auch Masken sind. Und Stroh. Besonders das Stroh. Ja. Oh, wir haben wieder einen roten Fuß. Einen. Vielleicht jawohl, gleich noch einen. Für den zweiten Bronto. Ja, noch einen. Für den. Das Geile ist, du kannst die Sachen auch wieder rausholen. Sie sind ja nicht verloren. Du kannst sie einfach wieder rausholen mit dem Werkzeug, das du hinzugefügt hast. Kann man da mehrere von drauf klatschen oder immer nur einen? Immer nur eins. Er möchte aber so eine Art Hybrid-Skillung zulassen, dass du das vielleicht ja cool, ja, die kleinen, aber nicht die Max-Dinger, glaube ich. Mhm. Dass du mehrere drauf tun kannst, so ein bisschen. Quasi typische Druiden, kann dann alles, aber nichts richtig. Genau. Du hast nie Dudu gespielt, oder? So gerne. Keksi. Ach, Katze hat richtig Laune gemacht. Ja, bei Lich King war Katze sehr geil. Pandaland habe ich Katze in der Arena gespielt. Achso. War nie sonderlich hoch, aber halt so, lass doch mal ein paar Leute boxen. Katze Disti war ganz geil. Also ich hätte vier Füße. Käse, yay, krass. Das ist nicht gesund. Du solltest nur zwei haben. Ja, ich weiß. Kann man abschneiden. Vergläsern. Ja, da würde ich mal ganz fix zum Arzt gehen. Ja, morgen. Ich schlafe noch eine Nacht drüber. Was gibt es Neues in Ark? Dass man erstmal Hallo sagt und dann Fragen stellt vielleicht. Nee, das ist out. Out, oder? Hinter Mond. Hui. Es gibt sehr, sehr viel Neues. Einfach zuschauen, genießen und dann, was du nicht kennst, das ist neu. Amen. Grüß dich, Cooler. Oder Keller, oder ich weiß nicht. Niau. So, wem darf ich jetzt noch rote Käsefüße antun? Hast du dem anderen Bronto das gegeben? Noch nicht, nee, ich mach grad noch die Werkzeuge dazu. Warum ich bin Mahlzeit? Okay, das passt. Das stimmt, du bist ja in der Uni, ja. Das ist ja kein Problem. In der Mensa oder was? Köhler! Ja, das Ö sehe ich. Ist kein Problem. Okay, der andere das Bronto, stand doch hinter Maus auch, ne? Ja. Kathleen hatten wir, da ist er. Schau mal wieder. Kein Schimmer. Ja, ich habe Keksi gefragt, na, was sagst du für einen Namen? Ja, sagst du kein Schimmer. Also. Ach. Läuft. Auch auf Speed oder wie? Mhm. Ja, das ist halt. Gar keine Chance ohne dem hier. Bye bye, Landboy. Bis später. Bis später. So crazy, du kannst doch einfach so einen kleinen, transportablen Beamer mitnehmen. Und dann nimmst du einfach eine freie Wand und alle gucken zu. Ja. Müssen sich dann halt natürlich auch alle vom Handy einloggen, sonst zählt es ja nicht. Genau, alle vom Handy einloggen und dann auch noch fleißig Punkte sammeln und so weiter. Ja, yep, in der Mensa. Siehst du? Wusste ich's doch. Ich weiß gar nicht, der Stego. Ach, wir haben nur noch einen, gell? So, kein Schimmer hat Dings, schnell rennen, Flitzsattel hier. Ach Gott, sieht das aus. Ist wunderbar. Ist das schlimm? Nee, wir müssen zwei Stegos haben. Ist krank, gell? So, wen denn noch bestücken, wenn ich schon mal dabei bin? Drei Füße hätte ich. Da noch. Müssen wir mal schauen, was wir nutzen. Wir tun manchmal auch hin und her skillen. Ja, das ist schon nicht schlimm. Wo ist denn der Stego? Ja, eigentlich im Stego theoretisch, aber ich weiß gar nicht. Der vorne vom Haus steht einer. Den habe ich hingepackt. Ja, den habe ich erst gestern neu gezähmt. Wo ist denn der andere? Ja, aber macht das Sinn bei denen? Die spawnen doch eh meistens die Tiere, die Stegos. Dann ist ja der Sattel auch weg, also das Teil. Ja, da muss man es halt kurz vorm Nutzen equippen. Keks, wir haben doch daran denkst du bestimmt. Wir haben doch einen gezähmt und dann noch einen. Ist nur noch einer da. Hast du den vielleicht schon wieder mit dem Despawner-Namen belegt?
Nee, hat dir gar keinen Namen gegeben. Ja toll, deswegen ist er gegangen, der war traurig, weil er keinen hatte. Da ist einfach Stego. Oh Gott. Oder wir hatten nur einen, ich habe keine Ahnung. Das mit dem Stego, da blicke ich nicht durch. Ich brauche auf jeden Fall noch so eine Katze mit so einem Speeding. Also überhaupt eine, das ist total krank. Ich weiß gar nicht, welches ist meine Hauptkatze eigentlich jetzt. Keine Ahnung. Wem bin ich denn mal losgeritten? Hattest du nicht Rika immer? Ja, Rika ist bei der Höhle. Habe ich da geparkt, falls wir in die Höhle müssen. Bleibt eigentlich auch da. Ich dachte, die spawnt da. Nö, die ist oben. Höhle hat zwei Eingänge. Dann Garfield. Garfield ist der höchste männliche, der hat das verdient. Dem kannst du das geben. Okay, mach ich ihn mal nackig hier. Noch einen? Und, ja, einen lass frei, einen optional dann zum Bestücken. Also und zwei, Garfield, ich hab drei Füße insgesamt noch. Aber kann man ja aufheben. Einfach oder? Aufheben, was wir es brauchen. Ich habe hier so ein Fach mit solchen Dingern gemacht, weiß aber jetzt nicht, welches es ist. Oh, schau dir mal, die Horst bewegt sich, genau. Das ist in der Mitte das dritte, also in der Mitte. Also. In der Mitte das dritte. Zweite Reihe von unten in der Mitte. Da sind die Sachen, die du nicht brauchst für das. Aha. Und unter den Bälgen da. Die habe ich ja auch gebraucht. Du musst die Bälge voll machen, um das herstellen zu können. Ich habe 200 voll gemacht letztens. Ja, warum hast du nicht eigentlich so einen Wassertank gebaut und die da reingesetzt? Du bist doch sicher zum Teich gelaufen und hast dir das Ding auf eine Taste gelegt. Natürlich. Also nicht auf eine Taste gelegt. Ich habe einfach unter der Tasche, Click Remote, Use, Click Use Item, Use ja, Item, ja, Click ja, Use ja, Item, aber, ja. Ne, hättest doch auch in hier so einen Wassertank schmeißen können. Muss ich den Wassertank nicht erstmal verbinden mit Wasser? Ja Gott, da stellst du eine Röhre hin, hier direkt ans Wasser und fertig. Ach, das füllt ja direkt. Okay, darauf bin ich gar nicht gekommen, so ein Ding. Haben wir eigentlich nie genutzt, außer Valhalla kurz. Mhm. Das mit drei Slots, gell? Nee, ich meine dann schon so einen großen Eimer. Hab noch nie gehabt, sowas. Water Reservoir, glaube ich, heißt das. Haben wir nie gehabt, das Ding. Ja, irgendwie sowas. Bau mal so eins. Scheißegal. Irgendwo hin. Ja, gell, das ist so ein Gags, dass ich fucked up. Auf jeden Fall. Nee, aber ich fand es toll. Es hat mir aber keiner im Chat gesagt, dass er so machen könnte. Aber es... Ja, schon, gell? Deswegen hier. Brille kaputt und so. Mr. Winterbottom. Okay. Und was mir dem... Bevor du das, den Speed machst auf den Sattel, den besseren Sattel herstellen hier für den... Für Kit Garfield. Ja, das hättest du mir vorher sagen müssen. Wollte ich sagen, aber... Ja, das wir haben ja. Schau dir mal, was in der Smithy drin ist. Du kannst den wieder wegnehmen. Ja, der hat ihn schon an, aber. Du musst dir mal anschauen, was in der Super Smithy drin ist. Aus dem können wir sowieso noch machen. Ups. Ich hatte nämlich letztens 800 in die Queue reingetan und nach 300 hat er gestoppt. Und in der Smithy sind noch so viele drin, dass ich rausgeflogen bin beim Transfer. WB Nami. WB. Ups. Willkommen. Was gab's denn Leckeres? Hast du uns denn was mitgebracht? Wenn nicht, musst du wieder gehen. Ciao Nami. Juhu, war schön mit dir. Ja, ne? So, mach's ich gut. Habe jetzt den Sattel, den ich bestückt haben möchte, in das Ding reingetan, Schatzi. In du das kannst Ding, alles klar. Du kannst nämlich das andere da rausnehmen und hier reintun auf den Sattel. Okay. Siehst du? Ganz einfach. Ach du Scheiße, was ist denn hier alles in der Wand? Oh mein Gott. Ich habe hier ganz unten mal das Teil benutzt für Saat. Geht auch unten drauf. Rechts? Okay, sieh, das ist gut. Wenn du es beschützt, ist ja kein Problem. Genau. Ja, kannst du behalten hier. Nami, kannst du behalten. Oh, lecker. Nom nom nom. Hat jemand Geschmack, muss ich leider sagen. Ich weiß nicht, ich transferiere erstmal nur ein paar. Da sind noch 300 plus Dinger drin. Bist du fertig mit den Käsefüßen? Ja. Okay, dann. Ich habe nämlich noch 300 weiße HP-Sattel-Teile. Das wollten wir mal schauen, wie das skaliert.
Also HP soll irgendwie prozentual zu den skalieren. Ich weiß nicht wie viel. Also Speed gibt 250. Damage gibt auch 250. Das Max-Teil. Gewicht gibt, glaube ich, weiß gar nicht, wie viel, ein paar tausend gibt es, glaube ich. 3000 oder so, bin ich sicher. Und HP wissen wir noch nicht. Das gilt dann immer mit dem. Mit dem aktuellen Wert. Aber wenn wir mal zwei Rohre genommen, die wir noch da hatten. Kannst du das hier eigentlich reintun, das Teil, diesen Water-Ding? Achso, das ist ja hier. Hier. Fragst du mich, nachdem ich ihn da draußen hingestellt habe? der kommt immer zu spät, der Mann. Merkst du selbst, oder? Hier so hin, dass man direkt neben dem Ding halt das hat. Ja, geh raus. Da, direkt da draußen steht er. Ja, okay. Wenn du einen neuen haben willst, baust du einen, der ist nicht pickable. Ja, okay, dann ist egal. Bau mal noch einen dritten und vierten ums Haus herum. Hauptsache ich finde einen. Genau, leckeres Mentafraß, muss man selbst kochen. Echt? War das bei euch immer toll, okay? Ich höre da immer ein Gegenteiliges. Der Mr. Henke macht doch seine Arbeit. Klappt doch. Hab ja, immer weil er weiß, dass ihm mit dem Tode gedroht wurde. Ja. Ich hab immer alles Scheiße rausgenommen und mal reingepackt. Das ist schön. In oh, Poppes? Ich hab einfach reingestopft. Die Scheiße, die jetzt da drin ist, ist schon seit 2 Tagen da. Deswegen hat er nichts gemacht. Bei den anderen war es alles leer. Also hat irgendwie nicht so geklappt. Dann habe ich gesagt, du wirst jetzt entsorgt und dann auf einmal hat er angefangen. Ja. Wisst ihr? Keine Ausrede. Ich glaube, sie mir nochmal voll bis zum Anschlag da. Das klang komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Oh, ich hab zu viel Mist transferiert. Scheiße gebaut, Charlie. Zu viel Scheiße gemacht. Sag's doch, wie es ist. Oh, kamst du spät. Oh, das ist schade. Welches Gericht war es denn? Oder wäre es gewesen? Scheiße. Bitte? Zitrone. Oh Rico, warum pupst du denn jetzt? Siehst du, weil es um Scheiße geht. Er wollte nur zeigen, wie das ist. Auch wenn es doch auch so. Ich habe dir den Käfer eigentlich Fertilizer noch drin gelassen. Kannst du, wenn du möchtest, kannst du das alles auffüllen hier. Ich habe gerade schon eine Menge rausgenommen. Und auch im Silo ist noch was drin. Habe ich auch schon rausgenommen. Vielen Dank. Und wir müssen den Auto-Touch-Dinger müssen wir so Touch rein tun, weißt du nicht, von der Mod, weil ich den Namen noch nicht geändert habe. Oh, beschissen, oder? Was da jetzt abgeht bei dir? Mhm. Könnte man so sagen, ja. Ich habe noch so viele Sachen in der Tasche. Ich möchte die mal loswerden hier. Heute ist Schlitzi-Tag. Jawohl, Schlitze wird gegessen hier. Echt All-You-Can-Schnitzel. Oh, lecker. So, Keksi, wie schaut's aus im Papa? Also, wenn ich hier reingehe, ist es echt komisch. Du machst ja gar nichts mehr. Ja. Keksi. Jetzt. Da muss mal wieder Wasser hinzugefügt werden, stimmt. Ich kümmere mich dann um das fast zeitnah. Wir hätten sogar 3 Bier, wir könnten sogar anstoßen, alle 3. Ui. Bereite dich mal vor, und dann können wir einen Saufspruch haben wir dann, dann können wir saufen und tanzen. Super, zeitnah auf GagsTV. Gesaufe und getanze. Super, perfekt. Buch. Jetzt weiß ich auch den Namen. Köhler. Merci dir für dein Follow, hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München, dem Saarland, von den Chigo Islands, einem Kleinkaff bei Braunschweig.
Schicken wir dir direkt nach Hause. Einfach so. Ganz frech. Aber ganz frech, mein Freund. Gut gemacht. Ich bin stolz auf euch, Jungs. Dankeschön. Immer wieder gern. Hier könnte man auch noch so ein Scheißerhäufchen-Sammler reinstellen. Heilmund. Immer noch Heilmund. Pfui. Wegen dem Scheißerhäufchen-Sammler? Oder ist da vielleicht eins drin? Da ist ein Loch im Boden. Da steht, da Obi. Da kann man hintun, die unten hin. Das ist eine gute Idee, hatte ich mir auch gerade überlegt, genau. Ja. Das hatte ich auch so geplant und so direkt gebaut. Du? Ja, klar. Natürlich. Sicher. Ah. Erzähl's der Parkuhr. Der Apprentice-Sattel von der Katze, den wir haben, wurde zum Mastercrafted. Was ist da los? Einfach so? Naja, ich habe ihn halt geupgradet mit den... Ich hab halt einen Slot reingehauen. Und damit wurde er Mastercrafted. Dann mach das nochmal. Ja, mach ich jetzt auch mal. Das hat aber ewig gedauert hier. Das haben wir vor 10 Tagen angefangen zu proben. Es hat ewig gedauert. Aber vielleicht schaffen wir es nochmal gescheit hier. Das heißt, es müssen mehr Follows kommen. Ob wir das hinkriegen? Ich weiß nicht. Wer hat schon Bock zu followen? In 100 Tagen also vielleicht. Wenn ich nochmal dabei bin. Ich habe noch gar nicht gefollowt hier, schau. Nur am Anfang der Zeit.